Aber ich glaube, das Prinzip einfach jeden Tag anzupacken und sich zu sagen, aus heute mache ich einen guten Tag, ermöglicht einem die Freude eben auch zuzulassen. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiss, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie sie die Freude in ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Tessi, im Joy Podcast. Let's create Joy Podcast. Komm, wir tun Freude produzieren, selber machen. Da bist du besonders gut drin. Ich habe auch Freude, dass du da bist. Danke tausendmal für deine Zeit und deine Weisheit und dass du mit mir sprichst über das Thema. Und du darfst erst mal erzählen, wer du bist, was du machst und wie du eben die Freude für dich in deinen Alltag reinbringst. Ja, gut, hallo Ronja. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine Freude, hier mit dir zu plaudern. Danke für die vielen Schmeicheleinheiten, die ich jetzt hier gerade bekommen habe. Das geht aber wie Honig natürlich. Alles für dich. Ich bin Tessi Frey. Ich bin 73 und von dem her jetzt endlich wirklich pensioniert. Also ich kann mir meine Tage effektiv so gestalten, wie ich gerne will. Ich habe eigentlich mal eine Ausbildung zur Primarlehrerin gemacht, habe auch 10 Jahre auf diesem Job gearbeitet, habe ganz viele verschiedene Ausflüge in andere Bereiche gemacht, wo wir vielleicht später, wenn du dann willst, noch darüber reden. Die letzten 20 Jahre von meinem Berufsleben habe ich eine Wohngemeinschaft mit Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, wirklich in einer Wohngemeinschaft, wie eine Familie, zusammengelebt. Und das war mit Abstand die tollste Zeit von meinem beruflichen Leben gewesen. Ich habe mit ihnen Musik gemacht. Das war zuerst rein therapeutische Arbeit gewesen und ist mit der Zeit sind wir eine Band geworden, die recht gefragt war hier in der Gegend. Wir hatten aber auch in Zürich Auftritte und in Basel und in Bern, aber schon vor allem hier in unserer Region. Und ja, willst du noch genaueres wissen von mir? Natürlich, alles wissen. Du hast so viele schöne Geschichten zu erzählen. Weißt du, du bist einfach schon so, dass du die Freude, du machst ja gar nichts, was dir gar nicht passt. Das entspricht dir nicht. Also hast du dir den Weg so gesucht, dass es dir entspricht. Aber wenn du jetzt von dieser Zeit erzählst oder von jetzt, wie tust du deine Lebensfreude mit Futter versorgen? Ja, also ich glaube, da muss ich dazu sagen, dass ich schon als Kind den Ruf von einer ausgesprochenen Frohnatur hatte. Ich habe von meinen Eltern mitbekommen, dass man halt einfach versucht, aus jedem Tag das Beste zu machen. Können was will und auch, glaube schon als Kind gelernt, in der Gegenwart leben. Ich habe mein Leben lang nie grosse Pläne geschmiedet. Ich habe jeden Tag gestaltet und wenn man das, es klingt mir auch nicht immer gleich gut, ich habe manchmal Zukunftsängste oder Sorgen, aber ich glaube, das Prinzip einfach jeden Tag anzupacken und sich zu sagen, aus heute mache ich einen guten Tag, ermöglicht einem die Freude eben auch zuzulassen. Das ist so schön, das sage ich auch immer. Es ist, wenn es Gemälde, das du malst, hast du eine weiße Leinwand am Morgen und nachher kannst du die Farben auswählen, kannst du schauen, was genau du malen und wirklich deinen Tag gestalten. Und man kann so viel wählen. Man hat immer, also viele Leute haben das Gefühl, ja, ich bin ja einfach, muss ich alles. Aber es stimmt eben nicht. Natürlich gibt es manchmal Rahmenbedingungen, aber also viele Rahmenbedingungen gibt es, aber in denen innen kann man eben so viel selber entscheiden. Genau. Und manchmal, glaube ich, kann man auch ganz viel einfach zulassen. Ich habe das Gefühl, dass
viele Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, sich selber die Freude nicht ermöglichen, weil sie nichts passieren lassen. Also aus Kannst du das Angst. Beispiel machen, weißt du, dass man sich... Ja, also ich habe vorgestern oben habe ich ein SMS bekommen von einer Frau, die ist jetzt jahrelang mit ihrem Partner auf der Welt umgereist, also nicht touristenmässig, sondern wirklich mit einem ganz kleinen, bescheidenen Camper, wo sie mit einem Containerschiff auf Südamerika sind und dort die Leute lernen kennen, sehr bescheiden gelebt und von Land zu wirklich. Die mussten wegen Corona heimkommen und die hat mir ein SMS geschrieben, eben, wir wären jetzt zu Grenchen. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, wollt ihr heute Abend zu mir kurz Nacht essen? Viele Leute würden jetzt sagen, ich habe die 15 Jahre nicht mehr gesehen, da muss ich ja zuerst etwas vorbereiten und mir ein Menü überlegen. Und ich habe, bevor ich irgendetwas vorbereitet habe oder mir ein Menü überlegt habe, einfach mal eine Einladung ausgesprochen. Sie haben sie genauso spontan angenommen. Und dann haben wir den Tag einfach passieren oder den Nachmittag und oben. Es war wunderschön. So gut. Also halt Sachen, die sich anbieten. Nicht aus organisatorischen Gründen. Jetzt beißt es mich gerade extrem mit dem Nasen. Nicht aus organisatorischen Gründen verschieben und dann so ein Programm daraus machen, sondern wirklich halt einfach passieren. Ja, irgendwelche von einem selber oder von der Gesellschaft müssen erfüllen. Eben, ein grosses Menü muss jetzt an, sonst kann ich leider die nicht einladen. Genau. Oder auch, wenn ich von jemandem angesprochen werde auf der Strasse, ich gehe fast auf jedes Gespräch ein. Ganz viele Leute haben ja Angst, die Antwort zu geben. Es könnte ja ein Fremder sein, der etwas Böses wird von einem und so. Ich nehme immer zuerst an, dass das etwas Positives ist, was auf mich zukommt. Und wenn es dann nicht so ist, bin ich auch in der Lage, das abzublocken und zu beenden, auch wenn ich mich spontan darauf eingelassen habe vorher. So das positive Erwarten, hast du das schon auch immer können? Weil das ist ja etwas, wo die einen Leute richtig müssen, sich antrainieren müssen. Wenn man als Kind zum Beispiel immer gerade weggerissen worden ist von jemandem, der jetzt mit einem hätte wollen, anfangen zu schwätzen. Natürlich, eben, man kann überall das Böse vermuten oder man kann eben auch überall das Gute vermuten. Ich glaube, dass ich da einfach in eine glückliche Situation hineingeboren worden bin. Ich komme zwar aus einer, ich glaube, in der heutigen Zeit wird man da sehr bedürftige Familien. Also mein Vater war ganz lang Taglöhner in einem Eisenwerk. Hat dann musste aufhören aus gesundheitlichen Gründen und hat nachher einen Berghof bewirtschaftet. Wir haben, glaube ich, immer müssen darum kämpfen, dass wir genug zum Leben hatten. Aber ich war das fünfte Kind und 11 Jahre hinten drin. Also mein jüngster Bruder ist 11 Jahre älter als ich. Und ich bin einfach als Prinzessin geboren worden. Und mir sind so viele tolle Sachen passiert, dass ich nie Grund hatte, anzunehmen, es könnte mir jemand etwas Böses wollen. Also ja, ich bin wirklich eingemummelt worden in Geschwisterliebe und auch gute, witzige Eltern gehabt, die beide, also vor allem mein Vater, alte Einstellung gehabt, hat mich aus jedem Tag etwas Gutes machen. Ich muss es nochmal richtig anpacken. Schon wunderbar, wenn du eine Basis hast, wo dann alles wieder selber kannst du darauf aufbauen. Und ich denke auch, das kann man ja nicht wählen. Das ist ein Geschenk. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das Geschenk bekommen habe. Ich habe nie, wirklich auch als Kind, nie das Gefühl gehabt, wir sind arme Leute, ob schon wir das gewesen sind. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, uns geht es gut, weil wir haben, also, ja, wir haben immer ein tolles Leben gehabt. Und natürlich schon genug zu essen und so. Also. Ja, das gibt nämlich auch Situationen. Ich kann von einer Frau, die geschrieben hat, sie hätte gedacht, sie sei Maus bei Arm, weil ihre Eltern haben gefunden, ja, Gartenmöbel, nein, das haben wir nicht.
Dabei haben sie ganz viel Geld gehabt. Es war einfach wie schade, zum Geld auszugeben für jetzt eben Gartenmöbel. Gartenmöbel. Und sie hat gedacht, yes, es geht mir nicht einmal Gartenmöbel. Und hat an dem geknüpft, dass sie ja eigentlich sehr arme sind. Also das Bild, das man mitnimmt, das prägt dann einfach, egal wie die Umstände wirklich, wirklich sind. Genau. Also ich weiss noch, weißt du, in der Kindheit war immer ganz wichtig, Kleider können alt sein, aber sie müssen ganz und sauber sein. Also meine Mutter hat jedes Löchli und jedes Ritzli augenblicklich, und sie war Kunststopferin, das hat picobello ausgesehen am anderen Tag. Ich habe zwar immer gepflegte, furchtbare Strümpfe angehabt, also selber gelismete, wollige, und Knie sind mehrfach verblätzert gewesen, aber nie kaputt und nie dreckig. Und ja, das hat mir das Gefühl gegeben, wir sind reich. Ja, ja. So schön, die Werte. Es ist ja so wie ein Rahmen, eben, wo man nachher kann sein Leben drin entfalten kann. Und das bleibt halt, außer wenn man nicht glückliche Umstände hat, dann ist es einfach mehr Arbeit, um daraus rauszukommen. Man kann sie auch ändern, aber wenn es eben glückliche Rahmenbedingungen sind, dann nimmt man es natürlich eben dankbar mit und tut aus dem wieder weitergeben. Du hast ja das auch weitergegeben, all die guten... Ich hoffe es doch. Ich habe ja wenigstens probiert. Ich habe noch etwas zu sagen, wenn man die Voraussetzungen bekommt, dann kann man als Risiko eingehen, Sachen falsch zu machen. Ich habe das mehrfach gemacht und ganz viele Sachen nicht so, wie es meine Eltern von mir erwartet hätten. Ich habe immer ein bisschen ein Leben die Unvernunft als Leitspruch gehabt. Und ich habe ganz viele Sachen gemacht, wo, wenn mir die Leute gesagt haben, das kannst du nicht machen, dann habe ich es ganz sicher gemacht. Also, alles, was man so ein bisschen verrückt gefunden hat, also beispielsweise, das ist nicht etwas Rämliches, aber ich bin mit 28 zweimal geschieden gewesen. Ich habe mit meinen beiden Ex-Männern heute aber ein sehr herzliches, freundschaftliches Verhältnis. Es war nie so, dass man sich dann nicht mehr ausstehen konnte. Aber ich musste einfach korrigieren, dass merken, nein, das ist nicht das, was ich wirklich effektiv für mich will, für mein Leben. Und hatte auch immer ganz leider Mut gehabt, das eben wieder zu ändern, wenn es bedeutet, dass es jetzt geändert sein muss. Wie sind wir mit Fehlern umgegangen? Wie habt ihr das als Kind gelernt? Weil das ist auch etwas, wo, wenn Fehler nicht sein dürfen, dann getraut man sich eben nicht viel. Und du hast anscheinend dort auch den guten Nährboden gehabt. Oder sind ihr dann schon mal dran gekommen, wenn ihr irgendetwas verheilt habt? Also, ich muss Thomas jetzt gerade ein bisschen überlegen. Wenn ich von der Schule heimgekommen bin und so zwei oder drei Mal, habe ich in der Schule Sachen erlebt, die mir nicht gerecht haben, dünkt. Mir gegenüber nicht gerecht. Und da haben meine Eltern beide immer sofort dem Lehrer geholfen. Also, die, eine gewisse Autoritätsgläubigkeit, also im Vergleich zu anderen Leuten sind meine Eltern überhaupt nicht autoritätsgläubig gewesen. Aber sie hatten mir halt immer auch zutrauen, dass ich wirklich ein Galgenstrick bin. Und wenn der Lehrer irgendwelche Massnahmen ergriffen hat, mir gegenüber, haben sie nicht mir geholfen und gesagt, ja, du armes Kind, das ist ein böser Lehrer oder so. Aber im Großen und Ganzen durfte ich meine Fehler machen. Ja, ich habe ich kann dir vielleicht ein Beispiel erzählen, als ich ganz klein war, habe ich irgendetwas unbedingt wollen. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich habe die nicht mehr gern und ich gehe jetzt fort. Und dann hat meine Mutter mir die Kappen und das Mäntel angelegt, es war mitten im Winter und hat gesagt, also ciao. Und hat die Türen aufgetan, dass ich raus konnte. Und dann bin ich etwa 20 Meter vom Haus weggelaufen und dann hatte ich kalt und gemerkt, nein, das ist ja ein fertiger Mist, ich will ja gar nicht fort. Aber der Kopf hat mir dann nicht wirklich zugegeben, zurückzugehen. Und ich bin in meiner Erinnerung unendlich lang vor diesem Haus rausgestanden. Meine Mutter ist mich nicht geholt. Ich musste selber umkehren. Aber nachher war alles wieder gut gewesen. Ich habe einfach die Konsequenzen von meinem Handeln
selber müssen realisieren und dann auch wieder korrigieren haben. Aber das ist eine wichtige Leistung als erziehende Person, wenn du denkst, ja, mit den Umständen sind. Also ja, in dieser Zeit, ja. Ja. Mhm. Das ist ja, ich bin ja gerade so ein Nachkriegsprodukt. Alle meine Geschwister, die sind alle noch während dem Krieg oder sogar vor dem Krieg auf die Welt gekommen. Und ich bin da hingekommen. Also das glaube ich, muss man sich schon bewusst sein. Die allgemeinen Lebensumstände sind dann völlig anders gewesen. Ja, meine Mutter war immer so gewesen. Also sie hat einem probiert, sehr direkt einfach die Fehler, die man macht, die Konsequenzen aufzuzeigen und die auch zu spüren, nicht eine Strophe bekommen. Also ich habe ein Stühle geschenkt über ein kleines Kinderstühle. Und dann habe ich Freude gehabt, und meine Cousine ist zu Besuch gekommen, die gleichalterig ist. Und dann wollte ich nicht ein Stühle sitzen. Und ich habe hier wie ein Berserker, nein, das ist mein Stühle. Du darfst nicht. Und dann ist meine Mutter gekommen und gesagt, jawohl, das ist dein Stühle. Sitz drin. Wenn sie nicht darf, gleich reinsitzen, dann sitzt du drin. Es gehört dir. Und dann durfte ich nicht mehr aufstehen. Gefühlte Stunden habe ich müssen in meinem Stühle sitzen. Ich habe gelernt zu teilen. Ja, das war eine Erfahrung, die dir fürs Leben bleibt. Aber auch dort ist ja der das Teilen und das Teilen eine Freude kann sein, mir eben vorgelebt worden. Und das versuchen, etwas für sich zu behalten, gar nicht wirklich toll ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, und das schöne Sprichwort, gut, das ist bei der Liebe. Liebe ist das Einzige, was nicht weniger wird, wenn man es teilt. Das geht ja schon auch bei anderen Sachen, wenn man Erlebnisse zusammen teilt. Also Freude wird auch grösser, wenn man sie teilt. Da bin ich eigentlich voll der Meinung. Du hast jetzt vorhin gesagt, deine Eltern haben einem Lehrer geholfen, wenn etwas war. Aber wo ich tue jetzt die Geschichte aus dir rauskitzeln, wo der Pfarrer dir gesagt hat, ist dann dein Vater dir schön helfen. Kannst du die Geschichte? Ja. Also das ist ja auch nicht etwas Ungerechtes, was ich gemacht habe. Die Strafen vom Lehrer waren immer berechtigt. Da haben meine Eltern schon recht gehabt, wenn sie ihm geholfen haben. Aber immer, wenn mir Unrecht widerfahren ist oder eben Unvernunft auch, dann haben meine Eltern nie gegriffen. Du willst, dass ich dir die Geschichte erzähle, gell? vielleicht 10-jährig war. Und mein Schulweg war gute 3-4 Stunden steil der Berg ab. Und im Winter hat es im Jura immer viel Schnee gehabt. Dann. Und da ist so ein Händler, der ist von Hof zu Hof, kann Kleider verkaufen. Und an einem schönen Tag hat der Hosen für Mädchen dabei gehabt. Und zwar, weißt du, so mit einem langen Börtchen, unten, die wäre jetzt bald wieder Mode. Und dann so knickerbockerartig und richtig dicke, warme Hosen. Und meine Eltern haben mir 2 Paar von diesen Hosen gekauft. Und am nächsten Morgen durfte ich mit diesen Hosen den Berg abdürfen. Und vor der Schule mussten wir in die Schulermesse müssen. Und die ist noch einmal, Küche war noch einmal 1 Kilometer aussen am Dorf. Also ich hatte einen richtigen weiten Weg in die Küche. Und habe dort, ich weiss nicht mehr, um 7 oder um 7:30 wir müssen dort sein. Also habe ich am 6 daheim fort müssen. Im Stock dunkel. Ja. Ich hatte auch nie Angst vor dem Dunkeln. Aber dann bin ich in dieser Küche angekommen und der Pfarrer hat mich angeschaut und hat gesagt, du kannst gerade wieder raus. Ich will keine Mädchen in Hosen in dieser Küche. Und ich war natürlich ständig verrückt und bin nach der Schule heim und habe meinem Vater gesagt, ich habe nicht dürfen in der Schulermesse bleiben, weil der Lehrer hat mich wieder fortgejagt. Der Pfarrer hat mich wieder fortgejagt. Er hat wohl kein Mädchen mit Hosen. Mein Vater hat gar nicht viel dazu gesagt. Am nächsten Morgen ist er etwas früher in den Stall gemolken und ist mit mir den Berg abgelaufen und ist mit mir in die Küche gekommen und hat gesagt: Los, Pfarrer, der Herrgott, den ich an glaube, das ist kein Blöde. Und der will nicht, dass mein Mädchen mit verfrorenen Beinen in die Schulmesse kommt. Und von jetzt an kommt es mit diesen Hosen oder gar nicht.
Und von dann an ja, alle Mädchen mit Hosen in die Schule müssen. Und klar, das gibt einem Selbstbewusstsein, das gibt einem Sicherheit. Und ich glaube, Freude haben und Freude teilen kann man eben auch besser. Wenn man, ich bin nie ein von Angst geplagtes Kind gewesen. Und ich glaube, dass Angst das ist, was bei vielen Menschen Freude unmöglich macht. Und ich bin mir auch immer bewusst, das ist nicht mein Verdienst. Ich habe zwar das Leben lang probiert, das zu verbessern und zu verfeinern, aber die Grundlage dazu, fröhlicher Mensch zu sein und Freude können zu erleben und zu teilen, habe ich in meiner Kindheit von meiner Familie bekommen. Also auch ganz fest von meinen grossen Brüdern und von meiner Schwester. Aber schon sicher ist das auch einfach dein Charakter, gell? Also das ist ja auch, die einen Kinder sind scheu und die anderen sind laut. Ja. Da kann man dann, in der gleichen Familie sind einfach die Kinder unterschiedlich. Also natürlich ja. Eben die Rahmenbedingungen, aber du selber, du bist jetzt halt einfach die Tessie, die da... Ja, und ich bin nicht der Scheuche. Und auch nicht der Läuselige. Darum verstehen wir uns, gell? Ja. Wenn du sagst, Angst halten viele Leute zurück zum Freudeempfinden. Die allergrößte Angst, die ich immer merke in meinen Coachings und in meiner ganzen Arbeit, ist die Angst, was die anderen könnten denken von einem. Und da weiss ich von dir, dass das bei dir auch nicht gerade grossartig gross gekommen ist. Aber hast du auch so einen Moment gehabt, wo du denkst, jetzt das so, oder die Erwartungen, oder eben die Angst, was könnten die denken, oder hast du das gar nicht gehabt, kommst du gar nicht raus, wenn man schon. Also vor allem, wenn ich jemanden bewundere, wenn ich jemanden vielleicht nicht so gut kennt habe, aber gerne hätte lernen kennen und dann gemerkt habe, die Person ist eher ablehnend zu mir. Es ist mir nicht manchmal passiert, aber es ist ein paar Mal passiert. Dann habe ich mich hintersinnet, was habe ich jetzt falsch gemacht. Ich habe nicht Angst bekommen. Und eigentlich, aber ich bin schon verletzbar in dieser Hinsicht. Und also, wenn jetzt du morgen würdest sagen, ja nein, mit dem Tessi, was die nichts mehr zu tun hat, die hat jetzt so einen Quatsch erzählt, das würde mich sehr traurig machen. Und dann wäre ich schon auch verunsichert. Natürlich lasse ich mich auch noch verunsichern. Und ich habe ein paar Mal in meinem Leben vielleicht unbedacht. Ich studiere nie lange, studieren, was sie sagen. Ich klappere drauf los. Und es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich da wirklich ein Kabis erzählt habe oder jemanden verletzt habe, den ich nicht hätte. Und dann habe ich das sehr bereut und vielleicht beim nächsten Gespräch. Aber es ist mir nie lange gelungen, auf der Hut zu sein. Also, am Anfang bin ich dann beim nächsten Gespräch auf der Hut und habe gedacht, ich will mit Zunge zügeln und nicht mir sie wieder verbrennen mit etwas Unbedachtem. Aber letztlich, das hat mir übrigens ein Kollege von mir, der psychologisch, hat mir mal gesagt, ich könne niemanden, der dermassen überzeugt ist davon, dass alle Leute ihn gut mögen wie die. Und das hat mich dann im Moment sehr betroffen gemacht. Also das klingt ja wie eingebildet. Und ich musste das ganz lange hinterfragen und analysieren und am Schluss zugeben, es ist wahr. Ich meine, wenn ich jemanden anlächle und Hallo sage, dass die mich dann einfach gut mögen. Ich habe nie eigentlich Angst davor, auf jemanden zuzugehen. Weil ich denke, die könnte jetzt meinen, ich sei eine Blöde oder eine Dumme. Oder, ob schon nicht sicher, manchmal eine Dumme und eine Blöde bin. Aber es kommt mir nicht in den Sinn, dass die anderen Leute das von mir haben könnten. Und weißt du, wieso du das hast? Weil das ist ja die ultimative Unabhängigkeit auf die beste Art und Weise. Oder das ist eine Selbstsicherheit, die von innen rauskommt. Eben für mich ist das überhaupt nicht eingebildet, sondern einfach, dir ist einfach wohl. Und wie sollst du. Also, eben, man geht vom Besten aus. Und wenn dann der übrigens oder die dir sagt, du sagst ganz blöd, du sollst jetzt da abfahren, dann gehst du da. Ich kann nicht dafür. Aber das ist wirklich für so viele Menschen auch an ein Fest gehen, wo man niemand sonst kennt. Oder so. Das ist schrecklich und ich liebe das. Da kann ich allein entscheiden, ob ich jetzt
will jetzt aufs WC oder will etwas trinken holen oder so. Ich finde das spannend. Das habe ich überhaupt nicht. Als Kind oder als Jugendliche bin ich sehr, sehr unsicher gewesen. Darum kann ich das nachvollziehen. Wenn das ist gar nicht für mich, da so viele Leute. Aber kannst du sagen, warum du das hast oder was der Trick ist? Weißt du, für jemanden, der jetzt das würde wollen, lernen oder verbessern? Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, mir ist einfach wohl in meiner Haut. Ich wollte auch nie ein Brander sein. Aber das ist ein Geschenk. Ich glaube nicht, dass man sich das... Ich habe mir das auf jeden Fall nicht antrainiert. Also weißt du, als ich vom Berg oben runter mit 15,5 auf Solothurn in die Kante gekommen bin, da ist... die Stadt Solothurn für mich erschreckender und bedrohlicher gewesen als mein erster Besuch in New York. Also die Auto und all die Leute, die nicht Hallo sagen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so angelegt bin, wie die tollen Mädchen angelegt sind. Dass ich nicht so eine tolle Frisur habe, wie die anderen Mädchen. Und dass ich mich halt nicht so getraue, über die Fussgängerstreifen zu laufen. Mir hat man gesagt, du musst warten, bis kein Auto mehr kommt. Aber so, da ist immer weit weg irgendwo ein Auto gekommen. Und ich bin an dem Fussgängerstreifen gestanden. Und ich habe sicher ein halbes Jahr gebraucht. Dort. Und dort ist etwas mit mir passiert, dort bin ich, habe ich voll angefangen auf einen Kumpel machen. Also ich habe das Mädchen, ich habe nicht versucht, hübsch zu sein, ich habe nicht versucht, ich habe keine schönen Kleider und keine tolle Frisur gehabt und habe lange müssen kämpfen, bis ich da etwas daran ändern konnte. Also habe ich gar nicht erst probiert, die Qualitäten für zu holen, sondern ich war dann relativ stark, ich war sportlich, ich war gut in der Schule. Mir hat man auch unanständige Witze erzählen, ohne dass ich an die Ohnmacht gefallen bin. Und dann habe ich mir so eine Position geschaffen und relativ lang. Mir hat zwar alle gut mögen, aber als Freundin hat mich keiner von meinen Klassenkameraden wollen. Für das bin ich viel zu fest erruht und das ist lang gegangen, dass ich dann auch die weibliche Seite ausleben konnte. Weißt du, was ich meine? Ja. Dort hatte ich schon Unsicherheiten gehabt, aber es hat mich nie verletzt. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ist ich jetzt wegen dem weniger wert oder unglücklich oder... Auch dort. Ich habe bei der Situation gehabt, dass die Eltern von meiner Klasse, wenn sie ein Mädchen gesehen haben, das ihnen gefallen hat, mir gesagt haben, hey, geh tu mal mit ihr reden und dann geh mal mit ihr dorthin, wenn es geht, und dann komm ich da und dann kannst du uns lange vorstellen und so. Und das habe ich gerne gemacht. Also, das hat mich nicht gestresst, weißt du? Komplizin. Ja. Und meine erste Liebe ist dann von ganz außerhalb, eben nicht aus meiner Klasse, sondern einigermaßen älterer Mann. Also, er war 5 Jahre älter als ich und das ist dann wahnsinns viel älter gewesen. Und so mir gesagt hat, ich sei der Hübsche. Und dann habe ich es einfach gerade wieder vorbehaltslos geglaubt. Das ist auch der Vater von meiner Tochter geworden. So schön. Das muss ja nicht, eben das mit dem Hübsch und dem Äußerlichen, das ist es ja gar nicht, sondern es ist eben das Gefühl, dass man sich sicher fühlt, die Straße abzulaufen. Ich habe auch nie Angst, wenn ich irgendwo durchlaufe und manchmal denke ich, hey, bist du eigentlich ein bisschen naiv, weißt du, auch in einer anderen Stadt musst du ja dann schon ein bisschen wissen, wo und wie, je nachdem, was für eine Stadt es ist. Aber jetzt da in Zürich laufe ich zu jeder Tages- und Nachtzeit heim. Da weiss ich einfach, mir kann gar nichts passieren. Ich glaube, du strahlst eben aus, dass du keine Angst hast und dann passiert dir auch nichts. Das ist eben das Verflixte, gell? Das ist schon die Art, wie du laufst und wie du dich benimmst, tut einen potenziellen Angreifer davon abhalten, dir etwas zu machen. Also da bin ich fest überzeugt davon. Gell? Ich habe nie so etwas Angst gehabt. Eben übertreibt, es muss ja nicht Angreifer und so sein, sondern einfach im Leben innen, wenn man sich darf und kann sicher fühlen. Ja. Und für mich ist halt schon, ich meine, du hast jetzt gesagt, ich finde mich einfach
wie hast du es gesagt, ich finde mich gut. Die Selbstliebe... Also ist es wohl in meiner Haut, ja. Ist wohl in deiner Haut, so hast du es gesagt, genau. Aber die Selbstliebe, auch wenn das ein bisschen geschwurbelt und dann noch halb esoterisch klingt, es ist halt einfach so. Wenn du es schaffst, sagen, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, du und ich, wir sind ein gutes Team und komm, wir haben es jetzt ein bisschen schön miteinander, dann ist das Leben einfach viel, viel lustiger und leichter, ja. und auch einfacher. Ich probiere das noch jeden Morgen zu machen. Wenn ich ins Bad gehe, sage ich mir im Spiegel Halt, Tessi. Sicher? Ja. Das ist schön. Manchmal klopfe ich mir sogar auf die Schulter und sage, weißt du, das ist gut. Jetzt. Also, vor allem, ich habe ja eine Krankheit gehabt in letzter Zeit und so und habe manchmal ein bisschen mehr so um positive Einstellung kämpfen. Und dann habe ich mir selbst gesagt, wow, das ist jetzt gut gemacht, wirklich, du bist gut fertig geworden mit dieser Situation. Ja, und dann lasse ich mir im Spiegel in die Augen und rede ein bisschen mit mir. Das ist meine Art von Meditation, wenn du so willst. Ja. Ja, und das macht eben wirklich ganz viel mit einem. Und wenn man umgekehrt, das ist eines meiner Lieblingsthemen, wenn man umgekehrt in jeder sich spiegelnden Oberfläche sich anschaut, findet, du siehst echt aus, du bist fett und grusig. Und weißt wirklich, also ich habe schon in Retreats das erlebt, wie andere Frauen bei so einer Übung, wo man im Spiegel hat müssen sagen, was man den ganzen Tag denkt über sich. Und es müssen sich ins Gesicht sagen, uiuiui, da sind mir nur noch Tränen runtergeflossen, was die Frauen, die tollen Frauen sich da anscheinend für Schlötterling anhängen, den ganzen lieben langen Tag. Das habe ich vorhin gedacht, als du gesagt hast, Äußerlichkeiten sind ja nicht so wichtig, das ist für dich und für mich. Und sicher noch für viele andere auch. Aber ein ganz grosser Teil der jungen Leute, vor allem heute, die messen sich ja nur noch an Äußerlichkeiten. Die messen sich an ihren Mass, wo müssen stimmen, an ihren Markenklamotten, an ihrer Frisur, an ihrem Make-up. Und wenn du nicht dem entsprichst, machen sie sich sogar gegenseitig fertig. Also, ich habe das x-fach erlebt. So, im Kontakt. Ich habe immer viel Kontakt mit jungen Leuten. Aber natürlich eigentlich wenig mit Sönigen. Aber ich merke an Erzählungen, die meine Enkeltochter mir erzählt, oder ihre Freundinnen und Freunde, die Schwestern von der behinderten Frauen, die bei mir gelebt haben, so, dass das heute noch viel mehr Stellenwert hat, als dann, als ich jung war. Was tust du denen raten? Wenn ich ihnen etwas rate, probieren, all die Einflüsse, also all das Zeug aus den Massenmedien, die halt heute ganz einen anderen Einfluss haben aufs Leben als bei uns. Natürlich haben wir auch schon, Fernsehen hat es schon gegeben, aber ganz wenig. Aber wenn ich sehe, was heute über Facebook, über all die Social Medias auf die Leute einprallt, dann sagen, probiert den Einfluss nicht so ernst zu nehmen, probiert andere Werte zu suchen. Das ist recht, du bist recht auf verlorenem Posten. Du kannst höchstens versuchen, ihnen zu sagen, man kann auch anders mit dem umgehen. Man muss ja nicht alles glauben, was dort steht, sondern man kann sich probieren, eine eigene Meinung zu bilden. Und eigene Wertmaßstäbe ansetzen und sagen, mir ist das wichtig. Und also ich weiss jetzt zum Beispiel, meine Enkeltochter, die ist völlig nicht, also die lässt sich ganz wenig so beeinflussen. Die hat viel Selbstbewusstsein und Macht. Aber die liest sich auch ihre Freunde eben einfach so aus. Die hat schon ganz viele gleichaltrige Freunde, aber es sind alles nicht, ich sage jetzt ein bisschen mit einem verächtlichen Ton, Tussis. Weißt du, wo eine Frisur und Kleider wichtiger sind als... ich habe eine Enkeltochter, die ich mit ihr Kleider tauschen kann. Wow. Für eine Jacke von ihr geschenkt bekommen, ja. Weil sie ihr dann irgendwie, weißt, aber ich gebe ihr auch Sachen von mir. Wenn ich etwas nicht will, frage ich, dann willst du das? Und auch mit meiner Tochter, wir haben hier einen totalen
Kleiderbörsen innerfamiliäre. Und niemand, also ich sage das jetzt wirklich zum Beispiel, das muss einem nicht dermaßen wichtig sein. Ich habe aber eine traurige Erfahrung gemacht in dieser Hinsicht. Ich habe eine Flüchtlinge-Nachhilfestunde oder Deutschunterricht gegeben. Und ein Mädchen aus Somalia, das mich ganz, ganz ein fantastisch tolles hat gedacht, wo ist zu mir gekommen, rechnen. Und gekämpft hat um einen Übertritt in die Oberstufe und das gemacht hat. Und dann ist sie dort aber halt schon in die schwächste Gruppe gekommen. Also mit Mädchen zusammen, wo keine anderen. Ronja, du bist weg. Ich höre dich immer noch. Du bist wieder da. Ja, ich hab meine Maus blöd bewegt. Durch mein Gehängel. Aber mit Mädchen, die nur noch solche Sachen für sie wichtig waren. Sie ist auch schon, einfach vom Moment an, wo sie eine Periode das erste Mal bekommen hat, hat sie sich müssen verschleiern von der Mutter aus, hat das auch gemacht. Hätte aber schon, ich habe mit ihr über das auch diskutieren. Wir haben ja über Beschneidung und so Sachen geredet. Dort ist ganz klar, dass. Wollte sie nicht, dort hat sie sich distanzieren. Sie hat aber gefunden, eigentlich finde ich die Kiel toll, wenn ich verschleiert bin. Nein, ich will den Schleier weiter tragen. Das nimmt ihr extrem Wunder, was ich für Haare habe. Die reden von meinen Haaren, die sie nie gesehen, viel mehr als von den Haaren von diesen Mädchen, die sie immer gesehen. Und 2 Monate später ist sie nicht mehr mit der Mutter einkaufen und ihr helfen, Taschen tragen. Weil sie sich geschämt hat für ihre Mutter. Sie hat nur noch genau die Hosen wollen, die so einen Streifen haben auf der Seite. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Du weißt das sicher. Weißt du, die modernen, die so ein anderes Streifen haben auf der Seite. Turnschuhe halt einfach nur noch Adidas oder Nike oder so. Nicht irgendwelche. Und hat ihre Mutter richtig fertig gemacht mit ihren Ansprüchen finanzieller Art, die sie nicht mehr erfüllen konnte. Und ich habe mit dem Mädchen Stunden probiert zu reden. Und die hat mir einfach ganz klar gesagt: Nein, das ist alles, das ist gut und schön, was du erzählst, aber das zählt auch bei dir. Und dort, wo ich jetzt Freunde habe, dort ist das alles nichts wert, was du mir sagst. Die haben andere Werte und ich will dort dazugehören. Ich will doch nicht eine alte Frau als Freundin. Ich will die Mädchen, die gleich alt sind wie ich als Freundin. Da bin ich auch recht ratlos gewesen. Ja, Und da das hat mir auch die Mutter total leid getan. wenn ich bei der Mika probiere, weißt du, so wie der Boden, jetzt ist ihr noch so egal, es muss einfach türkisch sein, aber Marken oder so interessiert sie gar nicht. Dass man das einfach immer wieder betont, wie cool das ist, wenn man selber kann entscheiden kann, was man anlegt Ja. und eben sie will nicht pink oder ja, so die eigene, das ist wieder eine Eigenverantwortung und eine Eigenständigkeit, dass man, wo man ja durchziehen kann. Und ich habe das Gefühl, ich sage jetzt das ganz salopp, wenn man genug selbstbewusst ist, dann rutscht man nicht in das Marke-Gugus-Zeugs. Klar. Klar, aber das Mädchen, woher hat das also ein Selbstbewusstsein gehabt? Sie hat nicht richtig gut Deutsch können. Sie hat anders ausgesehen als alle die, wo für sie begehrenswert waren. Klar, die hat das selbst. Und ihre Mutter hat null Selbstbewusstsein ihr können weitergeben, weil sie selber wirklich. Also, wir müssen jetzt nicht über Rassismus reden, aber es ist halt einfach so, wenn du dir minderwertig vorkommst, wirst du auch so behandelt. Und das ist bei ihnen passiert. Ja. Und da kann man nur probieren, halt einfach immer wieder zu helfen und so kleine Inseln schaffen, wo man dann kann sagen kann: Schau, da ist es doch gut. Also, die Frau hat mir immer unbedingt etwas geben für die Nachhilfestunde. Und ich habe gesagt: Nein, ich gebe allen Flüchtlingen Deutschunterricht gratis. Wieso sollte ich dir etwas heischen? Und was ich noch weiter und weiter gestürmt habe, habe ich gesagt: Okay. Wir machen einen Deal.
koch mal richtig somalisch für mich. Und dann komme ich auf. Aber so wie du für deine Familie würdest kochen, nicht auf europäischen Geschmack anpassen. Und die Frau ist absolut, also die hat mir eine Wahnsinnstafel zubereitet. Ich habe gegessen, bis man fast zu den Ohren rausgekommen. Und es war fantastisch gewesen. Und dort habe ich sie, glaube ich, für einen oben froh und glücklich gemacht. Weil ich das Essen wirklich, also das merkst du schon, ob jemand jetzt einfach aus Freundlichkeit, aus Höflichkeit ein bisschen isst oder ob es jemandem wirklich schmeckt. Und mir hat es wirklich geschmeckt. Und ich hatte auch andere Sachen, weißt du, sie gefragt, wie hast du das gekocht und was machst du sonst so? Und das probieren nachzukochen und dann angerufen. Und dann hat sie jedes Mal ein Tröpfchen Selbstbewusstsein und Freude bekommen. Aber so ganz aufbauen kannst du. Das liegt nicht in unserem Ermessen und nicht in unserer Macht, denke ich. Aber eben so die alte Frau-Freundin, sie, auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht so viel zählt, es zählt eben ja gleich. Also das Herz wird ja gleich berührt, wenn man so wahrgenommen wird und so viel Energie von dir bekommen hat. Ich denke auch, irgendwann wird das Mädchen wieder auf mich zukommen, wenn es noch da in der Gegend ist. Und es hat auch das Recht, seine eigenen Fehler zu machen. Und vielleicht auch an denen zu wachsen und stärker zu werden und hoffentlich irgendwann eben gleich Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass es nicht mehr abhängig ist von dem Urteil der anderen. Ein bisschen hat es das auch schon. Was gemerkt hat, ja nein, mein Kopftuch hat eigentlich einen Vorteil. Von meinen Haaren wird mehr geredet, wie ich die wäre, als die von den Mädchen, die mir da gefallen. Ja, also die Phase ist sehr wunderbar, weil es ist einfach so unterschiedlich. Eben jetzt Mika ist 9, weißt du, was da alles dann... Das kommt jetzt alles auf dich zu. Ja. Die Mädchenfreundschaft, die sie jetzt hat, das sind alles so herzige, gesunde, selbstbewusste, eigenständige Persönlichkeiten. Ich habe ja eines von diesen Mädchen lernen können. Ja, genau. Das an der Pfingsten haben wir dann weitergebracht. Ja. Genau so. Und alle sind nicht eben gleich wie sie, sondern wieder anders, aber so wunderbar erfrischend. Einfach. Ja, und das ist ein grosses Glück. Also das ist nur schon in der Nachbarklasse. Weißt du, wenn es dann anfängt gifteln und anfängt Anführerle und Anführerinnen und du darfst nicht und so, dann ist es schon gerade so viel schwieriger, um eben das Selbstbewusstsein zu spüren und das Glück für einen selber zu kreieren, als in dem Alter. Und weißt du, ich denke auch, also das habe ich, kommt mir jetzt in den Sinn, ihr habt nochmal gesagt, zum können sich gut fühlen, gehört manchmal auch eine Traurigkeit. Also wenn du dich immer nur gut fühlst und immer alles nur toll ist, dann merkst du ja gar nicht, was es toll ist. Dann wird es eintönig. Also es gibt Glück auch nur im Vergleich zur Traurigkeit. Und Traurigkeit muss auch noch immer Platz haben. Und ich denke, das ist ganz etwas Wichtiges, dass man sich bewusst ist, man muss nicht von morgen bis zu oben Praise the Lord und Halleluja schreien, zum glücklich zu sein. Man kann auch mal wirklich sagen, das macht mich jetzt traurig und die Traurigkeit auch zu erlauben. Und nicht unterdrücken, weil unterdrückte Traurigkeit lässt dann auch keine wirkliche Freude. Das ist die Freude nur noch Theater. Oder? Weißt du, was ich meine? Aufgesetzt, es geht mir auch gut. Ja. Mir geht es dir gut, dann merkst du. Ja, genau, klar, wunderbar, tipptopp. Ja. Ja, und die Balance zu finden halt auch. Ich weiss, dass ich als Teenager nicht mit meiner damaligen Freundin, die auch von hinter dem Berg gekommen ist, wir haben den Ausdruck schön traurig. Schön traurig. Also Traurigkeit kann auch schön sein. Jetzt habe ich vorhin gedacht, dass es reicht, wenn man Traurigkeit so zulässt und reingeht und einfach traurig ist, ist ja das schon fast auch wieder glücklich sein, dass man das sich selber zugesteht, dass man jetzt traurig sein darf. Ja.
Das ist genau das, was ich gemeint habe. Nur wenn man das auch hat, so anschauen, mit Fröhlichkeit zu haben. Ja. Und das ist wieder das, was du sagst. Ich habe noch nie, also ich gehe immer davon aus, dass die andere Person mich lässig findet. Einfach mal grundsätzlich. Das ist wieder das bei dir sein, einfach. Dann kann man auch mit traurig sein, auch traurig sein zusammen. Oder auch und dann kann man auch jemandem sagen, heute geht es mir nicht gut. Aus dem und dem Grund. Und dann bekommt man ja, also ich denke, man bekommt viel mehr Verständnis, echtes Verständnis und eben Zuwendung, wenn man nicht immer versucht, der Held zu sein, der alles im Griff hat und mir selbstverständlich ist, immer alles Picobello. Das ist bei niemandem. Aber auch wenn es nicht Picobello ist, kann man, ja, wenn man sich selber eben eingesteht, dass man darf traurig sein und dass man auch mal kann unglücklich sein kann, das gibt auch Selbstbewusstsein. Weil Menschen, die meinen, sie müssen immer gegen aussen immer fröhlich und immer Glück ausstrahlen, das ist halt ein schwieriges Theater, ein anstrengendes Theater, das man dann spielt. Mir ist vorhin so im Zusammenhang, ich weiß nicht mehr, bei welchem Ding es angeknüpft hat, ist gekommen, auch ein gutes Rezept so ist, wenn man versucht, aus Sachen, die einem passieren, also nehme ich jetzt an, ich sitze am Morgen ins Auto und fahre in die Stadt und der kommt aus der nächsten Nebenstrasse rein und fährt mir mit vors Auto. Dann habe ich die Möglichkeit zu denken, der Dubu, der blöd, macht mich jetzt scheiße verrückt und so und futtern. Oder ich kann denken, Gott sei Dank ist der nicht schneller gewesen und ich habe noch bremsen. Das hätte ja viel schlimmer rauskommen können. Und weiterfahren mit einer gewissen Dankbarkeit anstatt mit einer gewissen Wut. Das ist jetzt sehr ein krasses und einfaches Beispiel. Aber im Grunde genommen kann man ganz manchmal im Alltag sich probieren, Sachen, die einem passieren, eben nicht als Bösartigkeit von jemand anderem, nicht als willentliche Verletzung für einen anschauen. Und dort liegt, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ganz viele Leute meinen, also sich selber so wichtig nehmen, dass sie meinen, der hat jetzt das extra gemacht, um mehr Muff zu machen oder um mehr zu verletzen. Dabei machen die meisten Leute, also du und ich sicher auch, manchmal halt einfach ein bisschen unbedacht Sachen, die dann vielleicht jemand verletzen. Aber ich denke, ganz, ganz selten macht jemand etwas mit der Absicht, jemand anderem etwas zu leid zu tun. Aber man kann es so auffassen. Und dort liegt auch, also das habe ich auch, jetzt kommt man wieder in den Sinn, bei der Muna, eben bei dem Mädchen aus Somalia, habe ich probiert zu sagen, weißt du, wenn du das Gefühl hast, irgendwie alle machen das für dich etwas zu leid zu tun. Und wenn dann du die richtige Hose mit dem richtigen Streifen hast, dann machen sie das nicht mehr. Wenn du dir das so vorstellst, das wird nie zutreffen. Das sind Vorstellungen, die du dir in deinem Kopf hast. Und wenn sie du umdrehst, aber eben, also ich bin mir immer, je älter sie wird, umso mehr bewusst. Das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk vom Leben, wenn man das so einfach kann, wie ich ja, das wirklich meistens einfach machen. Würdest du jetzt sagen, wenn ich sage, ja, du tust, also das haben sie mir auch schon gesagt, liebste Freunde haben gesagt, du tust es einfach immer schöner. Ich denke, von ja, es geht einfach viel besser dabei. Also jetzt, ja. Jetzt darfst du dich entscheiden, dich nicht aufzuregen über den Autofahrer. Ist es einfach schön geredet? Der halt. Einfach also, der haben wir schön geredet. Ja. Hast du viel weniger Ärger? Also, ja, und schön reden tut manchmal gut. Warum soll man es denn? Was ist so schlimm an schön reden? Ja, ich habe mir viele Sachen schön geredet im Leben. Und wenn du es lang genug schön redest, ist es dann auch schön.
Also da bin ich mit dir absolut einig. Und deine Unvernunftsstrategie hast du dort, also weißt du, du hast da vorne so am Anfang so herzlich gesagt, ja, und wenn man dann jemand gesagt hat, das schaffst du sowieso nicht, dann habe ich es dann gerade extra gemacht. Hast du immer den Weg oder den Rang gefunden, dass du es nicht nur aus extra machst, sondern wirklich für dich, weil du es willst? Das wäre jetzt, glaube ich, plagiert. Immer nicht. Immer nicht, aber immer öfter. Also wirklich, beispielsweise die Wohngemeinschaft mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ich habe eine Gruppe lernen kennen aus dem Toggenburg, die Regierung, die ist, glaube ich, Schweiz bekannt. Machen nicht mehr so viel wie vor 20 Jahren, aber vor 20 Jahren hatte ich Fernsehauftritte und so. Und die haben ein Jazz-Matinee gemacht und ich bin das gelesen und habe nach dem Matinee, ich habe dann gewusst, ich habe meinen Job schon gekündigt als Lehrerin. Ich habe immer gewusst, dass ich nicht eine alte Lehrerin werden wollte und mit 50 wird man eine alte Lehrerin. Und als ich 50 war, habe ich gewusst, jetzt wollte ich nicht mehr Schule geben. Aber ich habe nicht so recht gewusst, was ich dann machen soll. Dann habe ich zuerst eine Freundin, die Rechtsanwältin ist, habe ich gedacht, ich würde mich als Mediatorin ausbilden. Aber so mit halbem Herz. Es hat mich einfach noch so gedacht, ja, da könnte man auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und ich werde schon einmal in einer Kanzlei, wo ich mich anschliessen könnte. Und dann habe ich die Gruppenlehre kennengelernt, habe dann zugelassen, habe gesehen, wie die einen Abend miteinander verbringen. Und am nächsten Tag auch noch Leute gesagt, ich mache jetzt eine Wohngemeinschaft mit geistig behinderten Menschen. Und dann habe ich gesagt, du spinnst, wie willst du das machen? Und dann habe ich mir immer wieder konkreter davon vorstellen. Und dann musst du das als selbstständiger Werbender machen, wenn du in ein Heim arbeiten, das wäre für mich nie in Frage. Dann habe ich mir meine Pensionskasse auszahlen. Dann habe ich gesagt, nein, das darfst du nicht. Du bist in 3 Jahren mittellos. Und dann habe ich gesagt, ja, das war mein Geld gewesen, und es ist mein Leben, das der Scheiße läuft. Und nicht darf ich das. Das geht euch alle überhaupt nicht an. Und manchmal hatte ich ein bisschen Angst vor mir selber. Denn. Also, ich habe so den Pferd am Schwanz aufgezäumt. Eigentlich. Ich hatte zuerst ein Haus und eine behinderte Frau. Und nachher ein Konzept und nachher eine kantonale Bewilligung. Und weißt du, es ist alles ein bisschen. Ich habe mich selber in eine Zwangslage versetzt, dass ich es einfach müssen bekommen und dass es muss gehen. Und ja, nach 20 Jahren, jetzt habe ich das können, also ich habe es schon länger übergeben. Es ist jetzt institutionalisiert, es ist nicht mehr kleine, familienähnliche Wege, aber es ist etwas daraus geworden und ich lebe immer noch. Meine Altersvorsorge ist einfach futsch. Aber das denkt mir mich das morgen noch einmal, sage es allen, die mich fragen, wieder, das ist ein Kampf gewesen, aber das hat mich so froh gemacht, dass das alles gelungen ist und dass ich jetzt nach 20 Jahren ein Jubiläum können feiern können, wo wir die Leute, die dann gesagt haben, du spinnst das da schon auf gar keinen Fall und das ist sehr unvernünftig. Also, was willst du denn machen, wenn es so rauskommt? Sie kann sagen, ja, du hast eigentlich recht gehabt. Es ist etwas Tolles daraus geworden und gut hast du es gewagt. Das hat mich jetzt also wirklich froh gemacht. Und so beantwortet das deine Frage. Ja, du hast nicht Bestätigung gebraucht, dass sie jetzt das gut finden, sondern du hast während den ganzen 20 Jahren einfach können selber entscheiden und eben genau. Nach deiner Regel. Ja, schon. Also, ganz, ganz mutterseel allein mit meinem Gedanken bin ich nicht. Es hat immer 2, 3 Leute um mich herum gehabt, die gesagt haben, ich finde es toll und ich finde es mutig und mal komm, mach es nur. Und auch, ich bin da für dich, wenn es schief läuft, ich würde dann schon und ich auch Hilfe bekommen. Also in der verrücktesten Situation, das, was ich dir jetzt das habe ich noch nicht erzählt, das weiß ich schnell. Ich habe alle meine Altersvorsorge wirklich aufgebraucht hatte, etwa nach 6 Jahren. 6 Jahre lang ist der Betrieb, hat er negative Bilanzen gehabt. Nach 6 Jahren hat er von selbsttragend sein. Und etwa nach 5 Jahren habe ich wirklich einfach
im Dezember alle Rechnungen gezahlt, die ich haben musste. Es war der 17. Dezember, alle Frauen sind zu ihren Familien in die Ferien. Und ich habe vom 17. Dezember bis am 4. 5. Januar frei gehabt und habe noch 280 Franken im Portemonnaie gehabt. Und wirklich, Freitag oben, ich wäre gerne ausgegangen, ich wäre eigentlich gerne dick essen. Der Kopf hat mir nicht so gegeben, ich hätte schon jemanden anrufen und sagen, hey, hallo, latsch mich ein zu einer guten Nacht. Das hätte ich in dieser Situation auch, glaube ich, ohne Tränen nicht fertig gebracht. Dort habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich den Dreck. Jetzt hocke ich hier, habe gute 2 Wochen Ferien, was willst du mit 280 Franken machen? Und dann hat es geläutet an der Tür. Und dann habe ich die Tür aufgetan und da ist ein Mann draußen gestanden, wo ich gerade noch so knapp mich erinnere, im Sommer habe ich mal mit dem ein Gespräch gehabt. Und dann hat er mich gefragt, was machst du genau? Und ich habe ihm das erzählt. Und das finde ich noch toll, das nächste Mal, wenn ich eine Vergabung mache, denke ich dann an dich. Und dann steht er vor der Tür und sagt, weißt du noch, wer ich bin? Und ich habe gesagt, ja, glaub, gell, wir haben im Sommer in Bären dort. Ja, genau. Ich komme jetzt das machen. Und dann habe ich in meinen kühnsten Träumen so an 1000 Franken gedacht. Weißt du, das wäre ja schon für mich die Lösung von allen Problemen gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, musst du mir aber eine Quittung machen, weißt du, wegen den Steuern, als ich es abziehen kann. Und dann bin ich mein Quittungsblöckchen geholt, bin da geguckt und habe ihn angeschaut. Und dann hat er gesagt, 3000 Franken. Und dann habe ich fast auch verschlottert, um die Quittung zu schreiben und habe ihm dann gesagt, weißt du, ich muss dich fragen, darf ich von dem mal etwas für mich brauchen, weil ich bin, und dann habe ich meine finanzielle Situation, die dann gerade war, erzählt. Und dann hat er von mir aus, kannst du dir 3000 Stutz jetzt für dich durch in diesen Ferien? Das habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich bin an dem oben dick, Gottes Nacht essen und habe ein Glas Wein getrunken dazu und richtig genossen. Und mir ist, das ist jetzt eins, vielleicht das Paradebeispiel von ganz manchmal, und mir im Leben, wenn ich so unvernünftige Sachen gemacht habe, im richtigen Moment wieder ein kleines Türchen aufgegangen ist. Ja, bis jetzt, eigentlich immer, ist irgendetwas so gelaufen, dass mir am Schluss wieder gut gegangen ist. So schön. Ja. Und gell, wenn du so erzählst, oder wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, ich meine, es ist einfach so, wenn man in den Wald hineinruft. Und du rufst laut und deutlich in den Wald hinein und noch mit Schalk und Humor und Witz. Und dann kommt halt auch das wieder so zurück. Und du kennst die lässigsten, schönsten, besten Menschen. Und das geht mir auch so. Wir haben die Pfingsten zusammen verbracht. Ich meine, wie herrlich ist das gewesen? Ja. Und wir haben das Hühnchen getauft mit einer riesigen Zeremonie, die wir vorzu erfunden haben. Und das Mädchen, das hat mitgekommen mit der Mika, hat natürlich das daheim nach alles erzählt. Und diesen, also es ist so ein grosser Tag. Einfach eine Begeisterung für die Lust am Leben. Und in meinen Augen macht es das einfach so viel einfacher. Eben die, wenn du immer, und das ist das, was du gesagt hast, es ist ein Geschenk und man muss einfach dankbar sein dafür. Und das ist das, was ich manchmal finde, ist ein bisschen unfair, wenn man es eben nicht hat. Aber wenn man es ja hat, dann kann man es probieren weiterzugeben. Genau. So genau. Das Kosten und das Beste erwarten von jedem Menschen, der mir begegnet. Und wenn er dann mega doof tut, dann hast du gesagt, dann kann ich das Gespräch dann schon stoppen. Ja. Das muss man sich ja dann auch zutrauen. Ich habe zeitlang eine Salatsauce-Firma aufgebaut für einen Japaner und habe die nachher dann übernommen und mit Kollegen weitergebaut. Die gibt es immer noch, Kabuki-Dressing. Und habe so viele Degustationen gemacht. Weißt du, im Globus am Tisch stand mit dem Probiererli. Und alle haben das kannst du sicher hervorragend. Das habe ich sehr gut können. Und vor allem war es ja meine Firma gewesen und ich habe alles gegeben, dass jetzt die Leute probiert. Aber nur schon so ein Brötchen reintunken bei den einen Leuten, habe ich gesehen, es würde sie jetzt schon interessieren. Aber sie haben so Angst, nachher müssen mit mir zu lange schwätzen. Lieber gar nicht in die Nähe. Lieber nicht, ja. Und so die Chancen, die am Wegrand lauern oder liegen oder einem angumpen, wenn man die packt, dann ist es einfach lustiger und vielfältiger und farbiger. Und also von 10 so Chancen sind doch 9 tolle Erlebnisse.
Du nimmst doch das eine, vielleicht Negative, gerne in Kauf. Und auch die negativen Erlebnisse machen dich ja reicher an Erfahrung. Und aus denen kannst du schlussendlich eine positive Bilanz ziehen. Also ich glaube, gelernt habe ich am meisten an Fehler. Und wie machst du das? Dass das eine Erlebnis nicht andere positiv macht. Das heißt, es gibt eine Tendenz, und das ist anscheinend emotionstechnisch, dass man sich mehr auf Gefahren und auf negative Sachen konzentriert, weil das hat früher das Überleben gesichert, dass du da nicht irgendwie schludrig warst und den Säbelzahntiger ganz ernst genommen hast. Aber in der heutigen Zeit ist es wirklich viel so, dass, ja, ich habe eine schlechte Rückmeldung bekommen, 100 gute, aber die eine, die macht mich, wegen der schlafe ich jetzt nicht heute Nacht. Wie tust du das nicht? Nein, nicht ich, aber das ist so. Ja. Also, mal, das muss ich zugeben, das habe ich auch. Ich habe Videos gemacht für auf 20 Minuten über Japan und das hat so bitterböse Kommentare darunter gehabt. Und dass man dann sagt, ja gut, also das sagt jetzt nicht so viel aus über mich, sondern eher über die Person, das ist dann so ein bisschen Abhängigkeitskunst. Aber jetzt das 9-1 Verhältnis, dass du dich nicht mit dem einen Negativen verweilen, sondern die 9 positiven Geschichten feiern. Hast du da noch einen Tipp? Also wenn du 9 positive Erlebnisse in eine Waagschale legst und eins negativ sind die anderen, dann macht es einfach so und dann geht das dort oben raus. Ich weiß nicht, wenn ich das jemand anderem kann. Menschen, die Tendenz haben, einfach das Negative wollen zu sehen. Und weißt du, ich habe ganz tolle Leute lernen kennen, die mir gesagt haben, Optimisten sind Dubali. Und ich am Schluss musste sagen, also, da bin ich halt ein Dubali. Da bin ich gerne ein Dubali. Weil das Schlechte, das passiert sowieso. Das muss ich nicht nur aufbeschwören und betonen. Und natürlich gibt es ganz viel Schlechtes auf der Welt. Natürlich bin auch ich, wenn ich Nachrichten höre, wenn ich viele Sachen anhöre, lese, schockiert und traurig und entsetzt. Aber das muss ich jetzt nicht nur auf ein Podest aufzutun und den ganzen Tag anschauen. Das gibt es ja einfach. Ich schaue definitiv lieber die andere Seite an, die auch existiert. Und im Bewusstsein, dass viel Schlechtes passiert. Und es ist ein wichtiger Satz, den ich im Leben immer hatte, ist, die Sachen, die ich verändern kann, ich probiere nichts zu verändern. Dort, wo ich eine Chance sehe, dass eine Investition von Energie zu einem positiven Resultat führen kann, dort investiere ich in Energie. Aber Sachen, die nicht zum Vornherein sehe, also ich nehme jetzt ein blödes Beispiel, das Wetter. Ja, das Wetter ist manchmal richtig scheiße. Wenn man einen guten Plan hat und etwas machen will, da verschwende ich keine Gedanken dran. Und dass ich jetzt Präsident Trump nicht kann beeinflussen kann und dass alle Gedanken, die ich an die Person verschwende, einfach zu nichts und nichts führen, bringen mich dazu gar nicht mehr das, möglichst nicht mehr das zu denken. Ich finde es fürchterlich und alles stimmt, alles, aber ich mag keine Energie verschwenden, das. Also das Wichtigste ist ja, glaub, dass man kann unterscheiden zwischen den Sachen, die man kann verändern kann und denen, die man nicht kann verändern kann. Und ganz viele Leute können das nicht unterscheiden und brauchen dann ihre Energie eben für Sachen, wo du kannst dich zu Tod ärgern und dir einen Fingerwund beißen und es hat dich immer noch nichts geändert. So ein guter Abschluss. Das, jetzt tun wir das abrunden. Wir könnten noch stundenlang wir können ja wieder einmal so schwätzen, wenn du es gar nicht aufnimmst, zum Beispiel. Wenn du Zeit hast. Ich habe viel Zeit, Ronja.
Ich habe immer Zeit für dich, Tessi. Das ist so spannend und eben, wir müssen es eigentlich jedes Mal aufnehmen, weil es ist einfach so, so farbig und ich bin jetzt wie so durch die Zeit durchgereist und dein Papa und deine Mama und Geschwister und alles, es ist so, alles ist so dreidimensional und eben sehr farbig und die Freude, die durch alles durchspricht. Deine Weisheiten picken wir dann da rauspicken, weißt du, aus dem Gespräch und machen dann ganz schöne Weisheitskatalog von der Tessi, da kann man einfach nur davon profitieren und inspirieren. Nein, ich spiele mir da den Bauchpinsel. Ja, musst du da schauen. Danke tausendmal für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich, Ronja. Ich bin sehr froh, dass ich dich lernen kennen an diesem Uhuru. Eine Freude und eine Ehre, immer wieder mit dir Kontakt zu haben, auch über dich zu lesen, von dir zu hören, was du alles für tolle Sachen machst. Also ich würde dir jetzt doch gleich von dieser Lobhudelei, die du am Anfang mir gehst, zurückgeben. Wirklich. Auch deine ganze herzliche Familie, es ist mir eine grosse Freude, euch zu kennen und ich wünsche dir von ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg bei allem, was du machst. Danke, du. Tschüss miteinander, danke, dass ihr gut gelassen habt. Und tschüss, Ronja. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review. Und es wäre mega lässig von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes.